Servus YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Projekt. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es los mit LS22. Nachdem ich ja jetzt meinen neuen Gaming-PC gebaut habe, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und checkt das ganz gerne ab. Aber jetzt habe ich ja die Qualität, um eben das Spiel spielen zu können. Und jetzt geht's auf jeden Fall rein. Und wir starten auf der Gemeinde-Radekarte. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und genau. Ansonsten. So, genau. Es geht los mit LS22 und wir starten auf der Gemeinde-Radekarte. Ich habe mir hier schon mal einen kleinen Fuhrpark zusammen gemacht. Den werde ich jetzt erstmal in der ersten Folge euch vorstellen und dann werden wir anfangen mit der Feldarbeit. Wir werden nochmal die Zeit ein bisschen runterstellen. Da muss ich aber ganz kurz mal gucken, wie ich das mache. Gut, dann habe ich das erledigt und wir fangen an mit unserem Drescher. Das ist der Class Dominator mit dem Ziegler Maisaufsatz, denn wie ihr noch nicht wisst, aber ich habe da einen Plan. Ansonsten haben wir hinten noch das Schneidwerk, das normale dran für Getreide. Hier haben wir dann auch schon das, was mit dem Maispflücker in Verbindung kommt, eben die CCM-Mühle, das heißt Maiskornschrotmühle, womit wir dann unser Geld verdienen wollen oder ich mein Geld verdienen möchte. Geht das an? Anscheinend nicht. Aber genau, für die Tiere, die dann irgendwann mal kommen, habe ich mir ein Fendt GT geholt und der soll dann eben die Kühe befüttern, weil wir haben ja da einen Kuhstall und da vorne auch einen Kuhstall. Und genau, das ist ja hier schon der fertige Hof. Ansonsten haben wir hier ein Deutz-Fahr Agrostar 6.61. Der war gar nicht mal so teuer, deswegen geht das alles fit. Ansonsten haben wir hier unsere Fortschritt HW80 Anhänger mit jeweils, ich weiß gar nicht, ich glaube, können wir mal ganz kurz gucken, was der an Volumen haben. Die haben jetzt 15.000 Liter, glaube ich. Also 15.000 Liter Fassungsvermögen passen hier rein. Davor ist unser Unimog, den ich für die zwei Anhänger geholt habe, ist noch in der falschen Farbe, den muss ich nochmal umlackieren. Aber ansonsten gefällt der mir eigentlich. Hier haben wir auch nochmal 8000 Liter oder ne, 7000 Liter drin. So, hier ist der Kuhstall. Hier hinten haben wir dann nochmal einen kleinen Unterstand für den Frontlader. Dann haben wir noch einen Traktor. Das ist dann auch schon der letzte. Ich merke gerade, wir können hier noch was. Wie ihr auch seht, haben wir auch Simple IC mit drauf. Können wir dann hier so die Sachen ein bisschen aufmachen. Oder hier halt eben die Tür. Sind halt also Spielereien. Hier haben wir einen John Deere 6120M. Das ist so ein relativ neuerer Traktor, deswegen ist der dabei. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf alte Traktoren setzen, deswegen. Ich habe einen Unimog, einen Deutz Dominator und den GT. Das sind die alten. Und hier eben ein neueres Modell von John Deere. Dann haben wir hier hinten einmal das alte Mähwerk von Lizard. Die zwei Mähbalken. Und hier der Frontmähbalken. Dann haben wir hier für die Ballen einen Ballenwagen und hier mein Schätzchen, der Massey Ferguson 185 Multipower. Das ist im Endeffekt ein Traktor, der umgebaut wurde zu einer Spritze, wie wir hier sehen, wurde der so ein bisschen verbunden und ich finde, das ist schon relativ nostalgisch, beziehungsweise ein altes Teil, weil du hier halt keine Rückwand drin hast. Und somit halt übers Feld heizen kannst. Das ist echt nicht schlecht. Das finde ich echt gut.
und deswegen habe ich den mitgenommen. Dann kommen wir auch schon hier hin. Hier mein Auto, was mir nicht gehört. Hier haben wir nämlich unsere Futtermischanlage. Das heißt, hier kommt Heu rein, hier kommt Stroh rein und hier kommt Silage rein. Für Heu brauchen wir noch einen Wender. Aber das sollte dann auch irgendwann kommen. Ich habe auch versucht, das so wirklich gut auf den Platten hier, damit das ein bisschen besser aussieht, zu machen. Dann haben wir hier den Auswurf. Damit können wir dann zu den Tieren. Und wenn wir hier gucken, können wir die Produktion auch anstellen. So, Mineralfutter brauchen wir dann noch. Ja, das Mineralfutter kommt dann wahrscheinlich hier rein. Und hier drüben haben wir dann unsere Saatgutproduktion. Da können wir dann Saatgut herstellen mit Weizen und Gerste. Und da machen wir dann halt Saatgut raus. Das heißt, hier kommt das Saatgut rein, hier kommt das Getreide rein und da kommt das Saatgut dann raus. So, dann haben wir hier unsere Presse, die Class Quadrant 1200. Ich fand die echt geil, weil die echt geil aussieht. Auch mit Siliermitteltank hier oben. Hier mit dem Siliermitteltank da. Da ist auch Siliermittel drin. Weil wir haben auch die Option, die Ballen wieder aufzuschneiden. Das heißt, wir können die Ballen in das Silo reinlegen und dann aufschneiden. Das wird natürlich ordentlich Performance fressen, das ist klar. Aber ansonsten ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Hier mit dem zweiten Kuhstall. Dann haben wir hier ein Haus und hier ist mein Zuhause. Mein Schlafplatz, sagen wir es mal so. War's das? Ich glaube. Ach nein, hier ist noch ein Schwader drin. Von Pöttinger, ein Doppelkreisel. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Das ist bisher noch nicht ganz so viel. Wir müssen natürlich gucken, dass wir noch eine Sämaschine irgendwie irgendwo herkriegen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Geld verdienen. Ansonsten müssen wir halt eben über die Verträge gehen. Basislohn, Beta Contracts Einstellung, Basislohn. Ja, da muss ich mich auch mal rein. Kosten, Leihgeräte, gleichzeitig aktive Verträge. So, Debug-Modus, Faul Farmer. Was? Faule Farmer? Okay. Okay, ich verstehe. So. Wenn wir das jetzt machen, dann machen die das wohl nicht mehr. Erhöhte Schwierigkeit. Vertragsstrafe, Leihgeräte für. Okay. Mhm. Auf jeden Fall kann man hier ein bisschen was bei Better Contracts zum Beispiel einstellen. Also passt die Kosten für den Verträgen angebotener Leihgeräte an. Ja, passt die Lohn. Da kann man dann 10% mehr verlangen. Und dann. Ich finde auch schön, dass das jetzt mittlerweile so ist, dass sie das hier oben so eingeteilt haben in die einzelnen Abteilungen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Ballen pressen, dann kriegst du das hier. Käse. Was? 187.000 Liter Käse, alles klar. Rapsöl, das ist auch viel zu krass. So, aber du kannst halt einstellen, was du gerne machen würdest. Ernten zum Beispiel. Und dann hast du Ernten und dann hast du hier deine Aufträge. Da können wir natürlich auch was machen. Hier zum Beispiel Feld 7. Wir haben ja Curseplay. Curseplay einfach deswegen, weil ich halt finde, einfach so nebenbei was laufen zu lassen, ist gar nicht so schlecht. Wir könnten jetzt hier Geräte ausleihen, könnten es natürlich auch selber machen. Und wenn ich jetzt sage, ernte das Ganze, sinkt das Ganze um 3000, das ist jetzt Feld 7, das ist, warte mal, wir gucken, wo Feld 7 ist. Feld 7 ist da genau neben uns. Das ist ja gar nicht mal so weit. Also, und zum Schluss bleibt ja eh immer noch ein bisschen was übrig, also ich glaube, dass sich das schon lohnt. Geräte ausleihen. Dann werden wir uns mal hier den Ideal abholen. Dann haben wir mal hier das. Natürlich habe ich auch den starken Bauer drauf. Das sollte auch klar sein.
Weil jetzt hier zum Beispiel, da komme ich ja mit dem Ideal nicht dahinter, was soll ich da machen? Da muss ich das natürlich so drauflegen, weil anders ist es gar nicht möglich. Weil ich ja eben mit dem Ideal nicht hinter das Schneidwerk komme. So. Macht sich das selbst fest, oder? Wie ist das? Okay. Ist jetzt fertig drauf, ich glaube. So, wenn wir den LKW... Ja, wie soll ich denn hier drunter kommen? Das soll mir mal einer erzählen, wie ich da drunter kommen soll. So. Dann nehmen wir uns den Ideal. Und dann fahre ich den mal zu dem Feld dahin. So, wie jetzt der aktuelle Uploadplan ist, weiß ich noch nicht. Also da müsste ich mal gucken, wie ich das jetzt zeitlich schaffe hier mit LS. Es soll natürlich auch weiterhin Thief Simulator kommen. Bei Soccer Manager bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das weiterbringe. Weil wir jetzt ja unsere Karriere verloren haben, deswegen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass wir das sein lassen. Und eben dann hier weitermachen. Kann ich bitte das... Steck den doch an. Na komm. Wieso will er das denn nicht? Gehen wir halt von der anderen Seite dran. Nee, der will nicht. Dann fährt er wieder hier so quatschig. Oder? Ich weiß es nicht. Oh ne, gut, der fährt ganz normal. Okay. So, dann werden wir aber auch noch den LKW gleich holen. Denn wir haben auch die, oder den Follow-Me-Mod mit drauf. Somit, gar kein Problem, können wir einfach ganz einfach den hinterher schicken lassen. Macht das Ganze natürlich auch nochmal einfacher. So, ich weiß nicht, so. Dann müssen wir den anschließen hier noch irgendwo. Müsste, oder? Aber bestimmt noch ein paar, ja. So, gut. Hier der schöne MAN TGX oder nee, TGS. 180 PS. Aber eine Lenkung wie ein, weiß ich nicht. Wie ein Wahnsinniger. So, aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier den Abstand ein bisschen höher machen. Weil der Ideal ist ja auch nicht der kürzeste Drescher im Spiel, deswegen. So, dann fahren wir das Ding mal ganz schnell noch. So, dann kommt er gleich da hinterher. Dann fahren wir das Ding jetzt dazu, Feld 7. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, aber die werde ich auf jeden Fall dann gleich sehen. Kommt da angeschossen, der LKW. Weil das ist ja jetzt hier rechts. Aber da komme ich ja nicht hin, oder? Warte mal. Muss ich mal wieder auf der Map gucken. So. Da muss ich... Okay, das geht. Das geht. Das heißt, ich fahre jetzt da vorne rechts. Und dann fahre ich geradeaus. Und dann ist da rechts dann schon das Feld. Da müssen wir dann auch mal gucken, ob wir da mit oder ohne Ablage machen. Hier haben wir wieder einen Verkaufspunkt. Hier haben wir eine Kurve und hier ist dann das Feld direkt. Okay. Wir wollen nur gucken, wo wir das Ganze jetzt abstellen können. Ein bisschen hochfahren wahrscheinlich. So, der fährt auch 42. Das ist ja schon doch relativ schnell für einen Drescher, sind 42 doch echt vernünftig. So hier, das ist natürlich auch sportlich, daran zu kommen. Jetzt muss ich halt mal gucken. Vorne ist eine Einfahrt, oder? Nee. Ich brauche halt hier irgendwie was, wo ich anfangen kann. Ich kann mich ja hier nicht einfach mitten auf die Straße stellen. Dann fahre ich halt bis hier hinter, irgendwo. Irgendwo werde ich mich schon hinstellen können, und wenn das hier auf das andere Feld ist. Kommen wir da drauf? Mais oder was?
Gut, dann fahren wir hier auf das Baumwoll-Sojabohnen, irgendwas fällt. Wir machen ja nichts kaputt, somit kein Problem. So, abkoppeln. Hier den einmal drehen. Dann einmal den MAN sagen, der soll aufhören. So, hier. Einmal aufhören, bitte. Kannst dich gern hier. Stell den mal hier so rückwärts rein. In die Bucht. So, hier rückwärts in die Flucht rein. So. Gut. Dann steht er hier. Dann werden wir uns jetzt den hier nehmen. Wie gesagt, rendert das Ding einmal die Seite. Ich weiß gar nicht, ob er das automatisch macht. Denke ich. Sollte er das automatisch machen. So, dann können wir jetzt ja den Drescher aufklappen. Klappt auch auf. Mal nur gucken, wie wir hier quasi langkommen. Oder wo ich langkomme. Oh Mann. Glaube, ich werde das Ding hier nochmal abstellen müssen. Das geht auf jeden Fall. Aber ich werde es nochmal abkuppeln müssen. Und hier irgendwo hintragen müssen. So, jetzt habe ich hier einen CP-Kurs erstellt. Der fährt jetzt hier seine Runden. Und, ja gut, der Anfang war ein bisschen holprig. Aber das soll es damit gewesen sein. Ich habe jetzt hier den Kurs gespeichert. Und ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von LS22. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo oder schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da ist alles verlinkt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.